Ich sehe gerade wieder, dass ich leider etwas durchsichtig bin. Du bist so ein Arsch, ganz ehrlich. Wieso sollte ich dir vertrauen? Der kennt die Wege, der hetzt mich hier einfach nur herum. Lässt mich hier sterben. Was auch immer. Na klar, brauchen wir einen Schlüssel. Wie soll es auch anders sein? Oh, come on. Ich sehe doch schon, dass wir verfolgt werden. Man könnte hier einfach hineingreifen. Sicherung benötigt. Drive in the nails. Wieso kann man sich hier verbarrikadieren? Alter, wie krank! Ja, genau! Schließ die fucking Tür! Zum Glück habe ich den Typen gesehen. Aber jetzt? Was mache ich hier? Das Spiel ist einfach so krank. Noch ein schönes Thumbnail machen. Perfekt, reicht. Ich habe Angst. Kommt doch bestimmt jemand um die Ecke. Eine von drei Sicherungen. Oh, come on. Fucking hell! Fucking hell! Lauf! Lauf um dein Leben! Lauf um dein scheiß Leben! Lauf um dein Leben! Yo! Noch so ein Typ! Gib mir die Sicherung! Spring mich nicht an! Oh fuck! Ist das schlau? Ist das schlau, was ich hier mache? Gib mir die Scheißsicherung! Shit! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Come on!
Oh Mann, fast hätte es geschafft. Fast hätte es geklappt. Scheiße. Bitte nicht. Oh, fuck you. Nee, 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 alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Hat er nicht gesehen? Jau, moin! Nach rechts. Wo war die Sicherung? Gib mir die Sicherung! Fuck! Schlag nicht zu! Schlag nicht zu! Tür zu! Bye! Bye, Kumpel! Fuck, falsch. Richtig. Tür zu. Nach links. Nach rechts. Renn. Hallo. Brauch die Sicherung. Ja, come on. Schnell, 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 schnell. Fuck. Lass mich rein, lass mich rein. Gib mir die Sicherung. Genau! Ja, fuck you! Scheiße. Come on! Die Sicherung hier ist eigentlich einfach zu holen. Die andere allerdings beide nicht. Ist es schlau zu schleichen? Weggesperrt. Sollte es doch eigentlich ganz einfach sein. Eigentlich. Ich sag eigentlich, weil es halt nicht so ist. Oder sind das drei Typen, die mir hier an die Gurgel wollen? Ich glaube fast. Ich weiß ganz genau, der andere wird mich anspringen. Hallo!
gib mir die Sicherung. Wenn jetzt der andere hinter mir stehen würde, ich hätte so kein Bock drauf. Ja, moinsen! Nein! Fuck! Ich hätt's geschafft! Verdammte Scheiße. Ich weiß, ich gebe halt gerade etwas Gas, aber... ich will die Scheiße hier hinter mich bringen. Vielleicht ist es schlau, diese Sicherung zuerst mal hier rein zu tun. Hat man die auf sicher? Die rechts kann man holen. Die links ist schwieriger. Batterie? Oder ist es schlauer, erst die links zu holen? Könnte ich hier reinflüchten, die Tür schließen, das Ding abriegeln? Ich glaube, ich mach das. Hallo! Sorry! Hallo! Ich muss da mal kurz durch. Danke. Hä? Ich schließe einfach mal. Und warte mal ein paar Minuten. Invite the Wall Rider. Alles ist hier so krank. Läuft. Oh, das sind beide. Oh shit! Der kommt hierher! Der Spastimat! Das wird nicht funktionieren! Ein Versuch ist's wert. Drück den scheiß Button. Gib mir den Schlüssel. Ja moin. Ist ja nice.
Wirft das Teil einfach in den Keller. Hä? Wo? Alter. Ich bin so aufgeregt. Gib mir deinen scheiß Schlüssel. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich hab's vergessen. Nach oben, oder? Ja, du. Wir wollten ja nach oben. Ich schließ mal die Tür hinter mir. Vorsichtshalber. Oh fuck. A load of blood. Ja, den Satz kennen wir schon. Aus dem Prison. Hat's uns was gebracht? Naja. Wir sind immer noch gleich weit. Dem Typen kann ich auch nichts anfangen. Oh no. Komm so, komm schon, sei stark. Ja no. Fucking hell. Batterie. Wenigstens das. Und jetzt müssen wir irgendwie nach oben kommen. Okay. Wenigstens ist das nicht so schwierig. So. Und eigentlich hätte das ja ein Jumpscare sein sollen, aber da habe ich mich jetzt nicht so erschrocken. Lustigerweise. Obwohl ich mich ja eigentlich immer erschrecke. Aber gut. Oh no, ich hasse so große Räume. Akte. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patienten in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sind sie so schmerzhaft? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so leiden. Ich habe versucht, Mr. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnlich. Miss Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit. Mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen. Und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen.
Ja. Ja, doch. Das wäre ein Versuch wert. Angenehmere Träume sind immer gut. Weißt du, wieder die Frage, wo muss ich lang? Hä? Ah, ich bin doof. Gegen meine Doofheit kann man natürlich auch nichts machen, außer nur hoffen, dass es besser wird. Na, moinsen. Danke. Ich renne hier einfach so durch. Wegen den Batterien halt. Okay, da müssen wir lang. Lei. Ich kenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten, die Fakten, die Unterlagen, sieht nach Regierungsdokumenten aus. Mindestens 30 Jahre alt. Wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an M-Ultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Gut, habe ich hier nochmals nachgeschaut. Sonst hätte ich das bestimmt übersehen. Ja, sehr einladend. Die Pimmelmänner sind wieder da. Weißt du, statt... Da kommt ja einer. Leider sind es ja zwei, also muss irgendwo noch einer herumirren. Dreht er sich um? Soll ich rennen? Ach komm! Fuck it. Ich hoffe mal, dass der andere nicht mehr hier drin ist. Sonst hätte ich ein Problem. Okay. Okay. Auch gut. Dann gibt's bloß die eine Tür. What the fuck? War das so geplant? Bin ich einfach zu doof? Ich bin zu doof. Vater Martin, hier oben! Hilf mir doch! Du Vollidiot! Ernsthaft? Nee, doch nicht. Ah, ich sehe es, glaube ich. Ich bin einfach doof. Zum zweiten Mal. Kann ich hier die Türe schließen? Danke. Man muss hier am Rand entlang. Oh, no. Ja, genau, ja.
Dieses Spiel macht mich fertig. Alter. Ich gehe doch jetzt nicht die Kamera retten. Folge der Blutspur. Du brauchst einen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ja, danke für gar nichts, ne? Weißt du, das ist so ein richtiges Mobbing-Spiel. Und jetzt? Und jetzt? So ein richtiges Scheiß-Mobbing-Spiel. So richtig schön ein reinhämmern. Und man denkt, dass es nicht mehr schlimmer geht. Oh mein Gott! In hell. Oh my gosh. Kannst du mir helfen? Brauch mein Camcorder. Oh mein Gott. Da liegt er, oder? Einfach rennen. Verdammt nochmal nichts. Er liegt ja da. Nimm ihn doch von dieser Seite. Tust du so doof? Du bist so doof. Fucking hell. Ja, moinsen. Bin ich jetzt gerade in den Umweg gelaufen? Fragezeichen. Bin ich hier richtig? Ich bin richtig. Geh hier hoch. Lauf, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Spiel. Das macht mich so fertig. Ich hasse es. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mir diesen Scheiß hier antue. Kommt man hier hoch? Bitte sag mir ja. Okay. Okay, gut. Speichert. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Entweder bis... bis ich das nächste Mal sterbe. Oder... Vater Martin. Ich bin hier.
Kann man zu ihm herunterspringen? Okay. Ups. Das war nicht geplant. Nein. Oh. Aber warte. Jetzt können wir ihn uns mal aus der Nähe anschauen. Okay, nee. Und du? Only one way out. Only one way. Okay, das war... Ich hab das Spiel gebrokt. Question mark? Ja. Mit dieser Sicht von Vater Martin würde ich sagen, beende ich die Aufnahme für heute. Ich lade dann das Spiel nochmals. Nun ja, ihr seht ja selbst, ich habe das Spiel gebrokt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Fürs Zuschauen, red mal Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Outlast. Ciao und bis dann. Passt ja super. Ciao. When you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to say what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.